105 Kilogramm. Ja, oh. Klatschen! Yeah. Applaus, Applaus, Applaus! Meine Damen und Herren, wir begrüßen aus Unterammergau Christian Lippe. Ebenfalls begrüßen dürfen wir aus Peißenberg Amdal Schleich. Wir begrüßen aus Tschechien Lukas Neumeier. Wir kommen aus Regenburg, Dominik Perras. Und wir sind aus der Bayerischen Landeshauptstadt München, Franz Ritzer. So Jungs, genau so werden wir anfangen. Christian Lippert, Andal Schleich und Lukas Neumeier. Kurz zu dem Ding. Lukas Neumeier, was stimmt schon auf die Künstler? So, Lukas. Auf geht's, Leib, Backmaß. Jetzt geht's, ja, jetzt geht's. Auf geht's, Lukas. 33, ja, 44, 15,6. Ja, machen Sie doch ein bisschen mehr. Hey, 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 und der wurde auch ein bisschen losgestellt von uns, deswegen hat er da einen besonderen Applaus verdient. Mit seinen 58,2 cm kam er auf Platz Nummer 4. Glückwunsch an Lukas Neumeier! Jetzt kommen wir zu den Stockerblitzen, meine Damen und Herren. 62,3 cm hat er den Stein nach oben gehoben, 508 Pfund war er schwer. Dritter Platz, Glückwunsch für Andal Schleich! Willkommen zu Platz Nummer 2, meine Damen und Herren. Er hat den Stein 72,4 cm nach oben gehoben. Er ist bayerischer Vizemeister, dadurch herzlichen Glückwunsch für Dominik Perras! So, dann, meine Damen und Herren, da haben wir angefeuert, lange haben wir gewartet. Er hat den Meter gehoben und dann bei 558 Pfund ging es 75,7 cm nach oben. Wir beglückwünschen den neuen bayerischen Meister im Jahr 2014, Franz Ritzer! Ja,
komm, mit Markus machen wir noch ein kleines Siegerfötterchen. Oder zwei oder drei. Oder auch ganze Fotos. Und ihr dürft die Jungs beklatschen, denn das sind die Jungs im Mittelgewicht. Herzlichen Glückwunsch! Thank you.